Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Smite. Hi, heute spielen wir den Match of the Day Modus Grabpack 2.0. Das heißt Random Götter, Conquest Stufe 1 und fast unendlich Gold. Ja, das ist genau das, was es ist. Wir spielen Humbertz, wir haben Humbertz bekommen gerade. Ich habe seinen Shadowholder-Skin drin. Da mit ihm habe ich lange nicht, also ich habe mit ihm selber kein Video mehr gemacht. Das ist nicht so einer meiner Go-To-Götter. Wenn ich Jungle spielen würde, insgesamt spiele ich ihn ansonsten auch wirklich sehr selten. Also jetzt nur, wenn ich irgendwie random bekomme oder so. Athena kann sehr gut werden in unserem Team. Mal schauen, wie das laufen wird. Jotuns würde ich dich mitnehmen. Herziger ist eine gute Idee. Problem wird sein... Warte, ich muss was... Genau, erstmal, dass ich jetzt husten muss. Gegner haben Aphrodite, heißt... Ich möchte hier Dinge so gut wie möglich reduzieren. Ich habe 60% Kühlendaktion, kann ich noch auf 80 erhöhen. Sorry, ist eine gute Idee. Wie viel bringst du mir? Das ist mit 10, du bringst mir auch 10, oder? Ich bin gar keine Kühlendaktion, wieso steht das? Egal, nehmen wir es trotzdem mit, solch eine gute Idee. Glaube ich, jedenfalls. Oder gibt es irgendwas Besseres mit Damage? Oh, warte, Bloodfort wäre eine gute Idee. Aber auch Crit. Weil ich werde, glaube ich, probieren zu kritten, oder? Oder, ich weiß nicht. Ich glaube, Bloodforge. Bin mir total unsicher. Nehmen wir erstmal Bloodforge mit, dann können wir später uns entscheiden, falls wir irgendwie irgendwas sehen. So, kaufen dich erstmal schön und nehmen noch Blink mit. Ja, genau. Okay. Skillen meine 2. Schauen, wir haben 3 Assassins. Ein Mage und ein Tank. Das ist ein sehr schlechtes Team, also der Teamaufbau. Persönlich nicht so, wie ich persönlich nicht so cool. Gegner haben um einiges bessere Götter mal wieder. Also irgendwie bei random Sachen habe ich immer Pech. So, sehr schön. Du musst dich mal angreifen, Mann. Ja, das nimmst du jetzt aber mit, oder wir beide einfach insgesamt. Mal schauen, mache ich die Solo denn. Habe jetzt kein Problem mit, könnte aber besser sein für mich. Gegner haben einfach Aphrodite, welche einer der stärksten Götter hier ist, einfach bei Aphrodite mit keinem Cooldown ist so ekelhaft. Oh, oh. So. Dich schnell mit. Dankeschön. Sehr schön. Einfach ein Double Kill gemacht, wieso auch nicht. Aber was kann ich jetzt gut machen? Die beiden sind sehr unmobil, also jetzt... Am Anfang ist, wie heißt der? Natürlich... Oh, das war instant. Kumakanas und am Anfang natürlich nicht so stark. Einfach dadurch, dass er... Also seine Fähigkeiten nicht so lange CC'd und so. Das ging. Das war sehr viel Schaden. Du wirst wahrscheinlich gemacht worden. So, ne, lass ihn jetzt sogar schon, bitte. Dankeschön. Okay, jetzt noch eine Ult. Das heißt, ich kann gerade noch mal ein bisschen durchziehen. Dulin sieht nicht so lecker aus. Oh, was? Ich hätte ulten sollen. Ich hab doch gar keinen Cool auf dieser Ultimate. Wieso ulte ich nicht einfach? Das hat so viel mehr gebracht gerade. Was er da so lange überlebt hat, unangenehm. Die Fähigkeit macht auch wirklich krass viel Schaden. Du bist tot? Nee, gar nicht mehr, weil du natürlich Aegis hast. Okay, was sollen wir machen? Wir können mal solo gehen. Duo gehen. Da müssen wir verteidigen. Ich hoffe mal, dass das Bastion nicht stirbt. Oh, okay, sind erst Level 3. Das heißt, wir haben eine Chance. Wie wollen wir das machen? Ich habe mal eine Ultimate. Ich habe Blink. Wir können reingehen. Sehr schön. Nein! Alter, komm schon. Nee, das wird jetzt nicht passieren. Ernsthaft? Okay, er ist weg. Okay, und du hast einen Auto-Deck für 500 Schaden raus. Bist du auf Crit oder was hast du gebaut? Du hast einfach nur Damage gebaut. Okay.
Was damit weggekommen ist. Alter Gott, bitte mach irgendwas. Dankeschön, das ist wenigstens etwas. Sollte vielleicht immer noch nicht verändern. Uff. Okay. Ich mache dumme Dinge. Ich mache jetzt sehr dumme Dinge. Ich hätte. Wieso verfolge ich ihn auch so krass in der Tower? Wirklich keine gute Idee. Ich hätte ihn einfach nicht bekommen können, weil er mit so wenig Kurden. Komm, mein Sprung hat genauso viel Kurden wie sein Wegfliegen. Und sein Wegfliegen bringt ihm einiges weiter und zum einiges schneller. Das heißt. Ja, da komme ich nicht dran. So würde ich lassen sollen. Dich schnell mit. Hier drüben. Zack. Ich mach auch nicht wirklich viel Auto-Attack-Damage. Das heißt, ich sollte es einfach mal lassen. Das ist einfach mal einfach so reingehen mit meinen Auto-Attack-Fähigkeiten und so weiter. Nimm dich mal mit. Und du bist nicht mehr da. Natürlich genau in dem Moment, wo ich dich mitnehmen möchte. Oh, okay. Na, nix. Keine Ahnung, was er nutzt einfach nicht. Einfach auf zu ulten. Oder ulte nur, wenn du wirklich Möglichkeiten hast, dazu zu. Also, wenn das ein guter Moment ist. Ah, oh, Mann, das getroffen hat. Die letzte Kleinigkeit davon hat mich wirklich noch getroffen. Das ist gerade nicht schön. Hat schon wieder geultet. Warte, wie wenig Ultkugeln hat er bitte? Aber gut, ich hab. Viel Kugeln auf 30. Nee, wie viel Kugeln habe ich? 36 Sekunden. Könnte besser sein, um ehrlich zu sein. Das ist noch recht hoch für eine Ultimate. Hier in dem Team gerade. Okay, einmal sterben alle. Unangenehm. Kann ich. Oh nee, warte. Als habt ihr. Lass mich raus! Bin nicht hier. Okay, ist auch okay, ist auch komplett okay. Lass mich rüber! Hi! Danke für die Heilung! So! Kein Lachen für dich, Mann. Nerviges Vieh. Sehr schön. Jetzt etwas. So, jetzt kann man nicht auslachen. Das war nicht nett von ihm. So, greifen wir dich kurz an. Das wird kein Problem werden. Sehr schön. Auch wenn ihr uns die Goldfee jetzt nicht viel bringt. Wach Goldfee. Aber es war eine sehr gute Entscheidung, dass ich Bloodforge und Soul-Eater mitgenommen habe. Das ist sehr, sehr viel Heilung durch Autodecks, aber auch durch Fähigkeiten. Oh, hi. Du wirst lassen. Du bist gleich tot. Unangenehm. Das war 700 Schaden. Jetzt dürfte sie hoffentlich tot sein. Sehr schön. Gut, die hat schon mal da gewordet oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Gott, mein Husten ist wirklich kaputt. Ich hasse krank zu sein. Ja, gut, wer mag das schon? Sollt euch retreaten. Das ist eine dumme Idee von dir. Jetzt bist du tot. Hätte einfach gehen sollen gerade. Anstatt anzugreifen, das hätte ihm einiges mehr gebracht. Weil, als ob sie ihn einfach bekommen würden. Der Janus macht so viel Schaden, dass er einfach ein einziger Kills hat. Wir müssen nicht anders killen, das ist egal. Wirklich, also natürlich, Aphrodite ist natürlich nervig mit ihrer Beteiligung und so weiter. Aber Janus sollte unser Hauptziel sein. Weil, wie gesagt, Janus ist der mit dem meisten Damage. Hat er noch Beats? Gar keine Beats, einfach Aegis. Okay, da komme ich nicht ran. Schade. Ja, das Ganze lasse ich mal kurz. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, was? Willst du dich verarschen? Das können wir schon ein bisschen lassen kurz. Nee, lass mir den ganzen Quatsch mal bitte. Hi. Ich will kurz Abschied nehmen. Wow, das war sehr viel Schaden. Schon ult. Und ich bin instant tot. Ah, das ist lustig, das ist sehr lustig. Also Janus ist die Fähigkeit ist toll. Ich habe auch instant null verstanden, weswegen sie sich so krass gebufft haben. Also dieser Strahl in der Mitte von der Fähigkeit ist so OP. Ich weiß wirklich nicht, wieso sie es gemacht haben. Es macht keinen Unterschied, ob du den Strahl triffst oder die, oder welchen Bereich du instant übertriffst. Was machst du da? Wieso machst du das? Ich glaube, das erste Mal, dass sie Athena spielt insgesamt.
Daher kann man braucht man es nicht übernehmen. Aber was er da macht, ist teilweise nicht das Beste. Oh, jetzt bin ich hier drüben, ich hab Ult und so weiter. Ah, oh, Mann, wie ist es nicht hier? Okay, ist okay. Lass mich in Ruhe, ich bin raus hier. Das war sehr unangenehm, dass mich wirklich natürlich wieder genau in der Fähigkeit geultet, besonders CC'd haben, meine Ultimate. Passiert mir irgendwie ganz schön oft hier gerade, ist nicht schön. Gott. Husten macht sehr viel Spaß. Wenigstens meine Ult wieder. Ja, die werden ein bisschen dominiert. Die Gegner haben einfach mal wieder bessere Götter. Okay, 600 Schaden, bitte. Wieso bekomme ich denn Schaden? Leute, okay, jetzt ist, damit ist die jetzt tot und du ultest und stehst. Okay. Hast du nicht? Du bist Minions-Kindig und so. Und du läufst gegen Minions gegen. Okay. Das sieht nicht schön aus für uns gerade. Sie können rüberspringen, sie können probieren rüber zu springen oder irgendwas zu machen insgesamt. Weil sie muss eigentlich, sie muss eigentlich reingehen. Dass der Ult nicht getroffen hat. Der wartet auf dich, natürlich wartet er auf dich, oder? Nicht auf sie gewartet, was? Ich hätte auch nicht auf sie gewartet. Ist interessant. Lass mich ganz kurz bitte. Okay, easy, einfach toll. 1000 Schaden. Nee. Oh Gott, was soll ich denn tun? Ich kann ja gar nichts machen. Also meine Chancen da irgendwie. Was machst du? Einfach immer noch fightest. Jetzt bist du aber tot. 600 Schaden, ja, das ist nicht lustig. Die haben auch endlich bessere Götter bekommen. Und jetzt bist du auch tot. Der Modus ist halt oftmals aber nicht, einfach nicht, gut. Weil die Gegner einfach bessere Götter bekommen hätten. 31? Alter, fick dich doch. Nö, ich ignoriere dich einfach. Sorry, aber nein. So. Hi. Was denn, das ist gerade schon, bitte? Können wir irgendwas machen? Ernsthaft? Natürlich wirst du abgebrochen. Logischerweise. Wenigstens etwas. Sehr schön. So, okay. Wir müssen probieren zu pushen gerade. Die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben. Wir sollen nicht rüber angreifen. Also wir sollten einfach rüber angreifen. Schon okay. Ja, das wird gleich durchult in der Mitte, bin ich mir recht sicher. Hier, nicht nur Janus insgesamt. Da ist Janus. Schade. Machen wir das mal ganz kurz. So, sehr schön. Okay, perfekt. Wir haben eine Chance. Warte. Oh Gott, ernsthaft. Warte aber. Schaff ich nicht. Oh doch, oh Gott. Ich hab noch gewartet. Hat TP? Hat kein TP? Doch, hat TP. Oh, der ich noch gewartet hab, war perfekt. Es ist Bastet. Nee, es ist Baba Yaga, die TP hat. Warte, ich hab auch TP. Ich hab auch. So, nimm das mit. Mal schauen, ob es uns viel bringen wird. Oh nein, wieso? Wow. Und der Ward ist weg. Geil. Das war sehr gut von ihr gemacht. Aus irgendwelchen Gründen tippt sie sich dahin und stirbt natürlich.
Spitze, Alter. Wenigstens habe ich gewordet. Hätte ich auf falsch geschrieben, by the way. Bestimmt. So wie ich mich kenne. Warte, wir müssen verteidigen drüben. Oh Gott. Wie soll es noch drüben? Okay. Vielleicht können wir. Oh Gott. Will ich nicht rein? Nein, danke. Lass den ganzen Kasten mal bitte. Nein, bitte! Okay, aber sie beenden. Bitte! Alter, ernsthaft? Und ich war gewardet. Haben die mal irgendwas von Backdoor verstanden? Leute, ihr müsst warden, weil Leute DP haben, damit sie da hinten hinkommen. Damit war nicht sie gemeint, damit war einfach insgesamt allgemein gemeint, die Leute, die da probiert haben zu backdoorn, uns aber nicht warden. So, Leute, wardet doch einfach. Das ist unglaublich wichtig, weil so haben wir eine Chance, das Ganze zu beenden. Wenn wir jetzt spawnen alle Gegner, ich habe meine Ult, das heißt, ich könnte rein ulten, alle Gegner vom Titan weghalten und das Ganze, dann können wir das Ganze killen. Das ist was Bass jetzt macht, ist einer der dümmsten Moves, die ich lange Zeit gesehen habe. Weil natürlich warten die Gegner zum Titan. Das heißt, wir sollten eher. Okay, mach den Tag. Ich kann das Ganze Dankeschön. Oh Gott. Sehr schön! Dann ist er tot. Damit ist sie einfach One-Shot. Wir dürfen einfach. Oh Gott! Alter! Ich warte einfach mal. Hier ist schon gewartet. Was sehr schön ist. Lass den Cut schon bitte. Okay. Weg mit dir, du Arsch. Der Erfolg wird verfolgt, okay. Wir können im Kreis laufen und probieren, das zu beenden. Ich habe meine Ultimate. Ich habe Minions. Ich habe keine Minions mehr. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will einfach nur auf, solange ich kann. Ja, die Gegner warten jetzt da oben natürlich. Okay. Lass den ganzen Kasten schon bitte. Bin raus. Es ist gewardet. Solange unsere beste Zeit wird, haben wir eine Chance. Das zieht sich mal wieder. Okay, was kann ich machen? Ich kann mit der Bastard mitgehen darüber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dass ich noch rübergekommen bin, darüber tippiert bin. Es war ein bisschen crazy von mir, aber ich muss wohl kurz lachen. Einfach nur um den Jonas ein bisschen zu taunten. Puh, das war eine Runde. Das war eine ganz stressige Runde. Ich bin froh, dass wir es natürlich gewonnen haben, gerade. Aber es war ganz schön stressig. Puh. So. Die haben alle ihr Bestes probiert. War teilweise ein bisschen crazy. Wir haben jetzt irgendwie gemacht 32.000 am meisten. Am zweitmeisten beim Team. Wie viel? Das 38.000 gemacht. Krass nervig. Aber die hatten hauptsächlich sehr unnötige Leute. Also, die hatten gute Götter, aber waren halt im Endeffekt aber nicht so stark, wie sie hätten sein können. Aber gut. Sie hatten sehr viel gewinnen können. War ich glaube, eine sehr anstrengende Runde, eine sehr spannende Runde, würde ich auch sagen. Am Ende war es immer noch Running Down, aber naja, who cares. Gut, dann würde ich hoffen, dass euch die Runde gefallen hat. Abonniert gerne, falls ihr den Kanal habt. Lasst gerne ein Like da. Sorry dafür, dass halt nur so eine Runde rauskommt. Aber die Zeit ist gerade ein bisschen geringer. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.